Hallo und willkommen zu meiner Naruto Shippuden Manga Review. Und zwar geht es um die Manga 689. Ich mag euch. Und ja, ich würde mich am Ende über ein Feedback sehr freuen. Na gut, ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar, Leute, gleich mal im Voraus: Kakashi ist einfach nur awesome. So. Aber warum, das erzähle ich euch gleich. Und zwar fängt der Manga nämlich so an. Kakashi hat ja im letzten Manga, hat er ja von Sasuke das Susanoo kopiert oder besser gesagt gehabt. Ich glaube ja, er hat das selbst erzeugt, weil er hat ja von Obito die Augen gekriegt. Also er heißt ja jetzt Kakashi mit dem Sharingan, weil er hat jetzt beide Sharingans. Und Leute, Kakashi geht ab wie sonst was. Der hat einfach Tacken drauf und die, also Naruto, Sasuke, Kakashi, Susanoo und Sakura kämpfen ja gerade gegen diese weiße, ja, ich sag mal, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, wo die ganzen Bijus irgendwie rausgucken, weil er zehnschwänzig instabil wurde. Und die Mutter, aber ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, tut mir leid. Leid, weil er instabil wurde und kämpfen gerade gegen diese weißen Hände. Und Kakashi erzeugt einfach mit seinem Susanoo solche Shuriken und nennt sie Kamui-Shuriken. Und die schaffen es auch wirklich, wirklich die Arme von ihr abzutrennen, was ich auch übrigens sehr, sehr cool fand. Naruto und Sasuke überlegen sich derzeit schon einen Plan. Oh, Entschuldigung. Kakashi hat nämlich einen letzten Plan für Team 7, um sie zu versiegeln. Und Kakashi sagte auch, das wäre auch die letzte Mission von Team 7. Was mich sogar vielleicht, wo ich ein bisschen Bedenken habe und ich das Gefühl habe, kann es sein, dass Kakashi vielleicht doch noch am Ende stirbt? Weil er sagte, das wäre die letzte Mission von Team 7. Also man kann daraus sehr vieles interpretieren, aber ich werde es einfach mal sagen, was genau sein Plan war. Und zwar war nämlich sein Plan, er hat sie nämlich abgelenkt gehabt, mit den Kamui Shuriken, die ich sag jetzt einfach mal die Mutter vom Raikou-Sennen, ich weiß nicht, ich habe echt den Namen vergessen, es tut mir wirklich schrecklich leid. Hat die Kraft nämlich von den geschwänzten Biestern und alles mögliche, also von der ganzen Welt, die Chakras und alles absorbiert. Und daraus, deswegen ist sie jetzt extrem viel schneller als die Male davor. Und greift Kakashi an und durchlöchert ihn auch. Also schafft es einen. Ja, mit so einem, ich weiß nicht, ich glaube, das ist von Kimaru die Fähigkeit, die Knochenfähigkeit. Und schafft es mit dem Knochen noch einen Kakashi zu erspießen. Aber, das, was ich extrem cool finde, Kakashi hat die Fähigkeit von Obito auch übernommen. Und zwar kann er jetzt auch einfach die Gegenstände in eine andere Dimension schicken. Auch, das geht auch mit seinem Körper. Und da soll er einfach seinen Körper in eine andere Dimension geschickt und deswegen hat ihn den Angriff nicht getroffen. Was ich übrigens sehr cool finde, weil er hat auch selber gesagt gehabt, dass der Raikudo-Sennen seine Kraft gestärkt hat. Also anscheinend hat Kakashi auch Kräfte vom Raikudo-Sennen bekommen. Aber wie jetzt genau der Zusammenhang ist, das weiß ich jetzt allerdings nicht. Weil ich finde ja doch irgendwie, es ist ja auch irgendwie so wie bei Sasuke und Naruto, dass Obito und Kakashi auch irgendwie das gleiche sind wie Sasuke und Naruto. Also auch die Kinder vom Raikou-Sennen zum Wiedergeburten. Finde ich persönlich, aber wahrscheinlich rede ich nur wie er genommen ist. Aber auf jeden Fall finde ich das sehr cool. Auf jeden Fall ist die Mutter sehr schockiert. Also ich nenne sie jetzt Mutter sehr schockiert. Und Naruto und Sasuke kommen von der Seite und wollen sie versiegeln. Sie schafft es aber allerdings noch, ich glaube, das war der Naruto aufzuspießen, aber als der gerade halbwegs am kurz vor dem Verpuffen ist, wird der andere verwandelt der Sasuke sich in Naruto. Das war nämlich nur ein Shan-Doppelgänger von Naruto. Entschuldigung, das war der Original Naruto, der hat sich nämlich nur als Verklärt gehabt, sag ich jetzt mal, und hat einfach, war dann auf dem Weg zu ihm, wollte sie dann versiegeln, das hat sie so überrascht gehabt, dass Sasuke die Chance von der Ferne ergriffen hat und den Shan-Doppelgänger mit Naruto einfach ausgetauscht hat, der gerade aufgespießt wurde, einfach die Plätze getauscht hat
Und so schaffen es Naruto und Sasuke, sie fast zu berühren, um zu versiegeln, aber sie schafft es sich noch nach oben zu entkommen. Aber von oben kommt dann Sakura und haut sie wieder nach unten. Und dann schaffen es Sasuke und Naruto, sie mit den Handflächen zu berühren. Also es steht nicht hundertprozentig fest, ob sie jetzt wirklich versiegelt ist, aber es sieht verdammt danach aus, als ob es Naruto, Sasuke und Sakura geschafft haben, sie zu versiegeln. Kakashi fällt allerdings vom Susanoo runter, weil das Susanoo sie aufgelöst hat, und Kakashi fällt runter und sagt auch noch, ich mag euch. Und es ist ein, ich glaube, warte, ich muss mal eben kurz gucken. Gucken, ich habe hier nämlich gerade das noch aufgeschlagen. Schlagen und sagt, glaube ich, auch noch, wenn ich mich richtig erinnere, dass er schön findet, die beiden so zu sehen. Ach, nach vieler Überwindungen und Kräfte wird ihre Kraft zu einer. Also, das heißt im Klartext, hat Klartext, dass Kakashi stolz darauf ist, dass Team 7 eigentlich nach langer, langer Kämpfe alle zusammen gearbeitet haben und auch wirklich zusammen ihre Kraft gebündelt haben. Und da sagt dann Kakashi noch zum Schluss, dass er sie wirklich mag. Aber was jetzt aus Kakashi wird, das weiß man jetzt allerdings nicht. Ob die Göttin, sag ich jetzt mal, jetzt wirklich versiegelt ist, das weiß ja auch keiner. Es sieht aber verdammt danach aus, weil Sasuke und Naruto es geschafft haben, sie mit den Handflächen zu berühren. Also eigentlich müsste sie versiegelt sein. Ja, und Kakashi, der ist ja am Fallen, ich weiß nicht, ich hoffe mal nicht, dass Kakashi stirbt, weil ich möchte es eigentlich nicht, weil Kakashi zu meinen Lieblingscharakteren gehört. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie der nächste Manga gehen wird, aber es sieht verdammt danach aus, dass Naruto echt, also er wird ja schon bald enden, aber ich frage mich, wann er enden wird, weil wenn die ja wirklich es geschafft haben, die Göttin zu versiegeln, ich glaube es allerdings noch nicht so ganz, wirklich geschafft haben zu versiegeln, was wird denn dann noch kommen? Das frage ich mich im Manga. Also irgendwann, ich denke mal, bald ist es zu Ende mit Naruto und somit auch am Ende einer Ära. Und ja, ich bin jetzt echt gespannt, wie der nächste Manga weitergeht und auch was aus Kakashi wird. Ob der jetzt weiterleben wird oder ob der vielleicht noch in diesem Kampf stirbt. Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, euch hat mein Review gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein kleines Feedback geben, wie ich so war und so.